Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Assassin's Creed 2 mit Ezio in der Hauptrolle. Dann wollen wir mal uns von dem Little Nightmares Trauma oder Drama ablenken. Von meinen Nachbarn ablenken, die gerade laut sind und ja, ein bisschen Gewalt ausüben, ne? Wie wir das immer gerne hier machen. Wir werden sehr gewalttätig. Steht da einer? Nein. Entschuldigt. Ach ja. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was? Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Der Mönchsmeuchler ist zurückgekehrt! Was? Hä? Hier stehen Leben auf dem Spiel! Flieh, du! Was für ein Schabernack! Was soll das? Was ist denn jetzt schon wieder los? Bitte, nein! Ich will nicht sterben! Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich suche einen Mönch in schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Ja. Savonarola? Wer ist das? Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Ah, ja. Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte. Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Ah ja. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Ui. Ui. Sehr schön. Jetzt geht's nach Florenz zurück. Ja, so ein bisschen was haben wir ja auch noch vor uns, ne? Nicht mehr viel, aber klein wenig ist es noch. Ach ja, der Frust kehrt zurück, aber auch hey der Spaß. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Oh nein. Repariert klingt nicht gut. Wie gesagt, ist schon so ewig her, ne? Dass ich das gespielt habe. Aber die Musik ist immer noch geil. Eins meiner Lieblingslieder von Assassin's Creed. Das haben sie so oft wieder verwertet. Obwohl es ja eigentlich das Ezio-Team ist, beziehungsweise das Auditore. Ja, wir können. Wir können schon mal. Ach ja. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, dann hätten wir noch ein Zuhause. Wir hätten den verrückten Mönch nie in die Stadt lassen dürfen. Schaut euch nur den Ärger an. Ich mochte Venedig lieber. Da konnte ich wenigstens schwimmen. Um zu entkommen. Salute a voi. Was ist denn hier los? Ich verstehe nicht, warum sie alle so bereitwillig unterdrücken lassen. Ah, wegen dem Innenapfel, ja.
Ja, doch, doch, doch. Lauft uns einfach raus. Sagt, dass all unsere Besitztümer nun der Chiesa di San Marco gehören. Gnade! Gnade! Ich hab doch nicht getan! Ja. Ich sag doch, Schwimmen ist immer das Beste. Willst du Gegnern entkommen? Spring einfach ins Wasser! Okay, ja gut, das Rauskommen ist immer ein bisschen schwierig, aber... Ja, diesmal wirklich. Aber man entkommt. Du solltest dich hier an dem kleinen Ding hier festhalten. Nein? Ernsthaft nicht? Okay. Bitte, da war noch Land. So ruhig langlaufen können. Hier ist das Ende. Ah, da hinten kann ich hoch, ne? Ah, dann doch mal schwimmen. Ja, hier können wir hoch. Es gibt immer Mittel und Wege. Ja. Salve, Ezio. Ihr habt einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Ja. Es ist also wahr. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja. Zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Ja. Dann sollten wir uns endlich darum kümmern. Das könnte komplizierter sein, als ihr denkt. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Kommt mit mir. Ja, mache ich. Vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle schmähten, wurde plötzlich von allen vergöttert. Ah, der Apfel. Mhm. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Ja. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, ihnen die Wahrheit zu zeigen. Tja. Dann let's go! Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Ah ja. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Hm. Bleib dran. Warum habe ich hier eigentlich, Oh. Ah, ja. Jetzt. Habe ich ganz vergessen. Ich sehe ihn. Da halte ich mich besser aus. Tun wir es. Ein Heerführer? Er stolziert auf jeden Fall. Er ist wieder kürzt. Aber woher steckt er? Hey, kenne ich. Da ist der Versuch. Okay, er will kämpfen, ne? Ich will nichts damit zu tun haben. Ah, er haut ab. Hier lang.
Ja, ich kämpfe doch. Ich gebe nicht auf. Warte. Hier. Ah, nee, da. Oder? Warte, hier. Nein! Dämlich. Geht doch. Manchmal bin ich auch ein bisschen ungeduldig. So, aber das will ich mitnehmen. Bang. Okay. Nein! Au. Alter, wieso bist du nicht in den Dings gesprungen? Das war ein Aussichtspunkt. Idiot. Was für ein Idiot. Oh, nee, ne? Dein Ernst? Ich glaube, wir haben synchronisiert. Ach nee, das sind andere, ne? Sorry. Ich wollte schon sagen. Entschuldigung. Ich drücke immer die Tasten, Kommi. Immer. Jetzt geht's. Ja, manchmal ist er einfach ein bisschen dämlich. Mach ihn fertig. Ich will nicht sterben. Nein, hier. Ich hätte ihn so locker von hinten treffen können. Komm, ich rette dich auch mal. Heil dich mal. Oh, ich hab geschwebt. Also kann ich nur Eivor schweben. Nur Eivor kann's länger. Ich wollte diesmal keinen weiteren Kampf. Mitglieder führten zu dieser drakonischen Maßnahme, die bis zur vollständigen Bezahlung in Kraft. Gut, hier ein direkter Angriff wäre gefährlich. Wahr. Ja. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja? Sie. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Ja. Sie. Dann nutzen wir das zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Raffiniert. Ich spreche mit La Volpe und Paola. Sie können helfen, den Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Mhm. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Kümmern? Das klingt ja super. Ja, irgendwie habe ich mir das gedacht. Kümmern. Naja. Geht doch. Du darfst nicht hier oben sein. Schnapp den! Komm her. Ich hätte mal die Dings wieder wechseln sollen, ne? Pop! Aber so funktioniert's auch. Alter, ich wollte nur einen haben, nicht alle. Da. Ja, und da oben sollen wir stehen.
verstehe. Gut, dann gehen wir da gleich hin. Bup. Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht ah, ja. euer Heil in den Flammen! Was für ein Arsch. Was ist er denn? Heute rufe ich euch also an, diesen Treu abzuschwören und die Werkzeuge in die Flamme zu werfen. Ach, da drüben, ne? Komm her. Komm her. Verdammt, ich dachte, ich komme da hoch. Naja, ihr seid auch hier. Naja, komm. Wir haben ja kein Karma-System. Hau ab. Piss dich. Naja. Unterdrückt diese Gefühle, denn sie sind gefährlich. Aufgebt euch voll und ganz eurem Herrn und seinen Propheten und Sanatola hin. Gebt alles auf, was euch von den Richtigen selber denken könnte. Das Gemeine und Materielle denkt an eure Ausbildung! Ihr wisst, was zu tun ist! Geduld! Los! Er wird uns eine Lücke bieten! Jetzt! Auf ihn! Komm her. Nicht dazwischen funken. Na, komm her. Gut. Wo ist denn der Priester? Der Künstler. Ach da. An mir kommst du nicht. Eccolo, Tempo, packt ihn! Entschuldigung. Raju, da, da, ergreift ihn! Ja. Lass mich aber in Ruhe.
bitte! Ja, auf den Handel mit importierter, unbearbeiteter Eccolo, Wolle. Tempo, Party! Eine Sondersteuer von einem Ex... Nein! Der Falsche, du Bastard! Du hast ihn gerade gerammt! Du hast ihn gerade gerammt! Du hast ihn gerade gerammt! Kommst du nicht? Ich bin dabei, Bruder! Na, du Idiot! Du blöder Idiot! Nein! Du hast ihn doch anvisiert! Du hast ihn doch anvisiert! Wieso... Wieso rammst du jemand anderes? Er ist doch schon... Sehr gut gemacht! Meine Güte! Entschuldigung. Ich bin noch sehr... Was habe ich nur getan? Ja. Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Tja. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung. Doch, irgendwie schon. Requiescat in pace. Doch, das war ziemlich leicht. Ach komm. Bravo. Ich bin nur hier. Ah ja. Okay. Das erste. Danke. Ah ja, dann kann ich ja gleich den Dings hier mitnehmen, ne? Fliegt eure Wunden, edler Herr. Ihr habt zu Recht gerichtet. Unser Herz und oft auch mehr sind euch zu Dank verpflichtet. Alter, willst du sterben oder was? Sing mir doch nicht einfach ins Ohr. Dann auch noch so grausig. Meine Güte. So, einmal bitte synchronisieren. Machen wir das hier auch. Können wir das nämlich gleich mitnehmen. Ne? Okay. Auf zum nächsten Punkt. Ah, einer von neun. Yay. Plagt euch etwas? Ja. Bitte. Verabricht ihm irgendwas, diesen Typen hinter mir. Glaubt mir. Aber er soll den Mund halten. Danke. Ich werde mich besser fühlen, wenn der Typ nicht mehr hinter mir ist. Gut gemacht. Wir stehen hinter euch, Senor. Oh, danke. Und eure Messe nicht in öffentlichen Gewässern. Wenigstens etwas. Naja. Apropos, naja. Hier oben müssen wir hoch. Was zum Teufel macht ihr hier oben? Gute Frage. Bitte nicht noch weiter fragen, ja? Danke. Nein! Idiot. Wir sind gerade so schön da hochgekommen. Was für ein Idiot war der hier? Was zum Teufel macht der hier oben? Sorry. Man merkt vielleicht, ich bin etwas genervt. Oh, halt die Klappe. Hier komme ich hoch. Okay. Nee, komme ich nicht. Doch, komme ich. Komm hoch. Los, geh weiter. So. Dann haben wir das auch. Eieieiei. Naja, ist ja nicht mehr lang.
Glaub mir, das, was hier noch schlimm ist, also in Anführungsstrichen weniger schlimm ist, das wird in einem dritten eine Katastrophe. Ja. Also wie gesagt, der dritte, der ist da. Den hatte ich ja damals abgebrochen. Deswegen noch ein Grund, ihn nochmal zu spielen. Ah, die Schiffsfahrten. War eine Horror. Ich hoffe ja. Von Florenz. Warte, kommt, einen Moment. Sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Ah ja. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes. Ich hoffe ja, dass ich durch Odyssee und Valhalla ein paar Schiffsschlachten, also dass ich das besser kann jetzt. Krankheit, Korruption, dies sind die Vorboten des Dunkels. Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben, sonst wird es uns bald schon. Packt ihn! Ja. Komm her. Beeilung. Komm her. Komm her. Na los. So. Was ist denn jetzt? Na komm, na komm! Geht doch! Meine Nase. Meine Nase! Bringt mich irgendwann noch um. Ach nö, jetzt haut er ab, ne? Bleib dran! Nein! Pff, bleibt da auch noch da hängen! Und da hängen und dahin und da hängen! Dreckskerle wie die kommen hier nicht durch. Ja, sehe ich. Nein, er haut ab! Er haut ab, du... Nein! Nein! Was für ein Idiot! Was für ein Idiot! Was für ein Idiot! Wenn er sich nicht umgedreht hätte, der... Ah! Seht ihr es nicht? Die Zeit ist nicht... Blä, blä, blä. Aufstand, Hunger... Krankheit, Korruption! Dies. Nupft! Er springt auch noch an die Seite, ey! Spenden werden jederzeit außer Sonntags direkt am Priorat entgegen. Nein, nicht dein stolzester Moment, schätze ich. Nee. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Wie lange kannst du Alter, wie können die 2 Meter Arme haben? Die haben 2 Meter lange Arme. Ich laufe an deren Hitbox vorbei und die Hitbox kriegt mir mit Luft. So. Meine Güte. Meine Güte. Ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns. Ah ja, okay, er hat's verdient. Getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Ah ja. Nichts ist es wahr. Alles was ist erlaubt. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Und tschüss. Ah, ja, ja, ja. Moin. Dürfte ich jetzt bitte wieder? Dürfte ich jetzt bitte wieder? Ich werde noch verfolgt übrigens. Nein, werde ich nicht. Okay. Danke. Danke, spiel wenigstens etwas. Hier. Und dann müssen wir auch noch zum Maler, ne? Zum Maler und Lackierer. Schön, dass wir aber immer gleich wieder geläutert sind. Nee, danke. Deine Aufmerksamkeit will ich nicht.
Immer diese random NPCs, die meinen, dass man sich für die interessiert. Yeah. Okay. Nein! Na gut. Na gut, bei seinem Verhalten. Vielleicht interessiert sie sich ja auch für ihn. Ich meine, wer interessiert sich nicht für Ezio, ne? Das ist ja hier in Venedig und Rom und Florenz und generell Italien voller Beibehält. Tja. 1400 irgendwas. Let's go, Mädels. Deswegen, also, ne, was ich jetzt gehört habe, ist ja, dass ein neues Assassin's Creed mit dem auf den Codenamen Hexe eventuell in Deutschland spielen könnte. Mit diesem Hexenhammer, also mit Kramer. Und dass sie da vielleicht Ezio wiederholen, weil das auch 1400 Schieß mich tot spielt. Wäre, gar nicht mal so. Ne? Wäre schon cool. Ezio zurück. Also, oder haben wir schon alles? Ich glaube, zwischen Brotherhood und Revelations müsste dann ja das spielen. Wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Dass man dann mal so erfährt, was er sonst noch so gemacht hat, außer dem, was wir schon wissen. Nö. So ein jung Ezio, beziehungsweise man spielt ja dann nicht ihn, sondern hat ihn vielleicht dann sogar nur als Mentor, aber ey, das wäre doch schon... Nö, ich meine, es ist das Steckenpferd von Assassin's Creed gewesen. Also Ezio. Und das wäre marketingtechnisch... Hört auf damit. Marketingtechnisch komplett intelligent. Das wäre der Move schlechthin. Aber dann bitte mit besserer Steuerung. Danke. Ich meine, wir sind jetzt von Valhalla sehr viel gewöhnt und von Odyssey. Aber es soll halt wieder, ja, ich muss wieder runter. Soll wieder, einiges halt in der Richtung machen. Was die, Länge betrifft. Obwohl, die haben geschrieben, es heißt, gerüchteweise, nur Gerüchte, ne? Nur alles nur Spekulatius. Soll rein technisch so Richtung Assassin's Creed 3 gehen und ich fand das damals schon sehr lang. Aber ich habe es auch nie zu Ende gespielt. Ah, ja. Also ich fände das gar nicht mal so schlecht, wenn sie hier so die Länge wieder mal hätten. Es wäre gar nicht mal so verkehrt. Ich weiß, ich finde das auch nicht kurz. Es hat eine ganz okaye Länge. Ist alles in Ordnung. Ist gut ausgearbeitet. Für das, was es damals war. Ne? Das mit einer besseren Steuerung. Es wäre perfekt. Ne, mit nochmal neuen Geschichten mit Ezio. Nice. Würde ich feiern. Würde ich mir auch holen. Instant. Oh, nicht umfallen. Das Brett. Zum Schutze meiner, meiner Geräte. Wegen der Katze. Muss ich dann immer schön... Wenn ich nicht da bin, muss ich das da vorstellen. Aber vielleicht habe ich bald einen neuen Schreibtisch. Wo ich dann auch, das besser organisieren kann, wie mit meiner Playstation hier, mit der Kommode. Mit dem Fernsehschrank, wo ich dann alles schön drinne habe. Dann habe ich das auch ein bisschen versteckt da. Dann kann ich das so hinstellen, dass da dann nicht so leicht drankommt. Wäre schon gar nicht mal schlecht. Ne? Umstellen wollte ich ja sowieso nochmal. Ich bin noch mittendrin. Ja. So. Non si passa. Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Cool. Also dürfen wir jetzt die Brücke aufmachen? Wo ist er denn? Ach, da. Unterwerft euch, bla bla bla. Warum kämpfen? Das ist unser.
Eure geliebten Medici haben euch verlassen. Sie sind geflohen, um in Selbstmitleid zu vergehen. Alter! Okay, er haut ja nicht ab, ne? Okay. Danke. Was ist denn hier los? Die ganzen Bogenschützen, ne? Oh! Es geht schnell. Ah ja. Dann eben so. Ja, dann müssen wir nochmal zum Schmied. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Gar nicht. Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Ja, Gier. Und jetzt habt ihr stattdessen Gier. Nichts. Einfach nur Gier. Das hier musste einfach getan werden. Ja. Requiescat in pace. Du wirst nicht erlaubt, wohin. Glaubst du, du bist schneller als wir? Ja. Und tschüss. Ich sag doch, mit Wasser ist es immer gut. Das passt immer. Immer schön wegschwimmen. Das hat mich beim letzten gewundert, dass wir da nicht anonym werden mussten. Naja. Da sind sie. Da sind sie, unsere Vorhut. Ah ne, Nachhut. Ja. Gleich noch zum Schmied. Ah, bist du wieder runtergesprungen. Sehr intelligent. Ich weiß. Komm. Einmal hoch. Naja, kann ich ja nicht hoch. Okay. Er ist zu dämlich, sich hochzuziehen. Dann gehen wir da hinten hoch. Da ist ein Kai, Pier. Da liegen Boote an. Ein Steg. Da können wir hoch. So, einmal hier. Gut. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich als nächstes, also wo ich dann die Schnellreise benutze. Aber ich glaube, die ist am nächsten, ne? Kommen wir jetzt auch locker durch? Ja, okay. Ah ja, gut. Man muss den ja auch nicht so bauen. Ach doch, ist da. Ich wollte gerade sagen, der muss ja nicht an Land anlegen, ne? Ne, dann gehen wir nochmal kurz die Kasse ausnehmen. Unser Schmied ist ja sowieso günstiger. Dann hole ich da auch nochmal Medizin, weil der ist ja auch günstig. Okay, Sackgasse. Auch günstiger. Und ja. Dann können wir auch so langsam. Entschuldigung. Macht das etwa Spaß, hä? Ja. Absolut. Hihihi, ich hab dich geschubst. Ha. So. Spaß beendet. Mal hier lang. So, ich rempel gerne Leute an. Ach, gucke mal, ein unsichtbares Plakat. Das ist aber nett. Feiern Hinrichtungen noch ganz traditionell hier. Ja, ich weiß. Eingeweide des Verurteilten an den Ochsen, der die Parade anführt. Ah ja. Und jetzt geht. Der gute Bruder Donato möchte alle Gläubigen darauf hinweisen, wie wichtig Barmherzigkeit. Weißt du was? Hier, komm. Das war es mir jetzt wert. Pisser. Okay, hier.
Wir wollen hier hin. Ich meine, wir kriegen ja gleich ein bisschen was und dann passt das schon. Das können wir uns leisten. Mittlerweile wieder. Und dann gehen wir gleich erstmal zum Schmied und dann zur Kasse und dann beenden wir erstmal den Part. Nö. Nee, Schmied, Arzt und dann Kasse. So rum. El Doktore wollen wir ja auch nochmal besuchen. So. Der Schmied ist da vorne. Ja, komm, bitte reparieren. So, habe ich hier eigentlich schon alles gekauft gehabt? Ich glaube, Dings haben wir alles. Ja. Haben wir hier noch alles voll? Ja. Ich zähle einfach nochmal. Ja, mach das. Mailand hat mir nichts voraus. Ich habe traditionelle Mittel. Oh, bin ich schon. Hier. Ihr seht schon stärker aus. Ihr wollt es. Ich habe es. Hatten wir hier eigentlich schon alles? Ja. Dann nächstes Mal. Ja, vielleicht. Aber eher nicht. Eher nicht. So, dann rauben wir mal die Bank aus. Haben wir eigentlich noch eine Dings dabei? Moment, nein, falsche Taste. Inventar. Nee, haben wir nicht. Okay. Okay. Ja gut, dann wie gesagt. Oh, wo bist du denn? Wie gesagt, werde ich jetzt erstmal den Part beenden. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye.